willkommen bei Sinneswiss, eurem Film- und Serien-Podcast auf Schweizerdeutsch. Mit einer weiteren Folgebesprechung, der zweitletzten ist es schon. Von House of the Dragon. Und zwar heute besprechen wir die 9. Folge, The Green Council. Ich weiß gar nicht, der Grüne Rat oder so auf Deutsch. Ja, ja, der Rat der Grünen ist auf Deutsch im Buch. Der Rat der Grünen? Rat der Grünen. Habeck ist auch dabei. Und natürlich unsere Glättli. Was? Hey, kennst du nicht den Glättli? Balthasar Glättli. Hey, das nimmst du jetzt aber automatisch zurück. Also, du. Nein. Wer regt sich jetzt schon wieder so auf? Es ist unser geliebter Spike. Hallo Spike. In dem Fall haben die alle keinen Abschluss, oder wie ist das? Ja, nichts zu tun. Wer probiert wieder zu provozieren, ist unser geliebter Hill. Servus. Und ich, wo einfach mir denke, ist mal, also egal, ich habe Uli Bier. Ich bin der Alex. Und heute, wie versprochen, reden wir die nächste Folge. Hey, für die, die es erstmal vielleicht einschalten, los auch in die andere Folge. Und noch fast wichtiger, schauen die Folge zuerst. Weil wir reden halt wirklich quer durch die Folge durch. Und ja, da wird halt einfach gespoilert. Also alles, was schon auftreten ist in House of the Dragon und auch natürlich Game of Thrones, weil wir werden sicher ab und zu mal eine kleine Bezug ziehen, dass wir einfach aktuell sind. Sonst macht die Folge wahrscheinlich nicht so viel Spass. So, ist das auch nochmal erwähnt. Und bevor wir jetzt so Szene für Szene durchhopsen durch die Folge, mal ganz grundsätzlich euren ersten Eindruck zur Folge. Wie ist eure Meinung dazu, Hill? Also ich sag mal so, zu 99% kann jetzt auch eine schlechte Folge unterhalten. Ich hätte unterhalten, es war für mich so ein bisschen eher eine Lückenfüller-Folge. Also oh, fast, wow. Das ja, ist jetzt hochgerauft. Nein, es ist also, du merkst, das Finale schleicht sich an, es steht vor der Tür, es winkt schon. Man muss noch ein bisschen so rangieren und sagen jetzt mal, so die Figuren stellen, damit man dann kann im Finale gerade direkt reinstarten kann. Mhm. Und ja, nüchtern betrachtet finde ich weiß nicht genau, wie viel halt jetzt in der Serie, zum Beispiel, wenn du vom Buch noch abgewandelt worden ist und so, und mit einfach gewisses genervt. So charaktermässig und ich bin so an der Grenze zum sie unterhalten, aber es war doch ein bisschen lausig gewesen. Oh wow, gerade so. Ist aber haftig, ja. Also das heisst es so, wenn wir jetzt von 1 bis 10 würde bewerten oder von 0 bis 5, was würdest du jetzt da sagen? Natürlich würde es einen Durchschnitt geben. Ja. 50%. Also ehrlich, ich gebe ihm zwei Möglichkeiten, 0 bis 5 oder 0 bis 10 und er gibt seit 50%. Hey, ohne Witz, langsam, stell mal die Grinde. Wieso? Ich habe genau ein Nein, ohne Witz, jetzt bin ich hässig langsam. Ja. Wie siehst du aus, Mike? Er ist halt einfach ein eigenständiger Denker, ein kleiner Opportunist. Er denkt einfach nicht mit, er hört dazu, ich weiß nicht, was da los ist. Es regt mich auf. Ja, gut, obwohl nicht... Richtige Balthasar, obwohl nicht... Hey! Jetzt hör mal auf mit dem Gustigopfdeckel. Hey, das, was er sagt, stimmt eigentlich meistens. Nein, ich kann einfach nicht reden. Das ist einfach alles übertrieben. Aha. Also komm, erzähl deine Meinung. Oder die erste Eindruck zur Folge. Für mich eigentlich auch ein Lowlight von der Serie bis jetzt. Was noch nicht heisst, dass es eine schlechte Episode ist, weil die Serie ist bis jetzt durchgehend gut. Aber es ist für mich schon eine Lowlight-Episode. Halt auch, weil gewisse Charaktere gefehlt haben. Und wie halt, es wird mega viel geredet und irgendwie, man tritt zum Teil ein bisschen auf der Stelle, finde ich. Okay, also ich bin ja auch nicht der Fan von dieser Folge, aber eure Gründe verstand ich überhaupt gar nicht. Es wird viel geredet. Oh, bei House of the Dragon, das ist aber sehr überraschend. Ja. Also da wird immer geschnurrt. Ja, aber in dieser Folge wird extrem viel im Kreis geschnurrt. Und dann eigentlich die, die das Gleiche wollen, intrigieren noch gegeneinander. Das ist eben, aber das finde ich lustig. Also, ich finde genau das ist eine von den Stärken, weil ich finde es recht auf eine Art mutig, dass man jetzt wirklich offensichtlich macht, Folge 9 ist wirklich Hightowers. Wie reagieren die auf den Tod von Viserys? Und ziemlich sicher wird Folge 10 mehr oder weniger nur Dragonstone sein. Oder also quasi King's Landing, Dragonstone, was dort passiert. Ich glaube schon, dass das hauptsächlich wird sein. Also, dass halt Drain ist, das können wir schon vorwegnehmen. Dort hingeht und dann zeigt sich, was dort alles in Gang gesetzt wird. Und das finde ich eben schon spannend, weil auf Dragonstone ist es, glaube ich, doch einheitlich, die ganze Nummer. Während hier auf der Seite von der Grünen, sage ich mal, das halt hier schon
einiges unklarer ist, weil halt hier eben genau der Otto und Alicent oder grundsätzlich das gleiche Ziel haben, aber ganz anders hingehen. Oder der eine über Tod und Verrat und sie eigentlich über ja, mehr oder weniger einen würdevollen Abgang für Rhaenyra. Das finde ich schon spannend. Es ist aber natürlich auch, weil man hier jetzt eigentlich weil man hier jetzt usurpieren muss. Und von der Seite von Dragonstone haben nicht. Da muss man quasi einfach das bis jetzt gegebene Recht verteidigen. Ja. Mhm. Also sprich, darum sind dort ja die Fronten klar. Dort will ja jedes gleich. Jetzt ist nur noch die Frage. Ja, ja. Das ist das Geile dran. Das ist jetzt schon noch die Frage. Da könnte man schon zwei Wege haben. Es könnte dann sein, dass eine Seite findet, ja, burn them down, oder? Und die andere findet, ja, jetzt können wir mal schnurren. Glaube ich nicht, aber... Ich glaube, es wird im Fall eine ähnliche Richtung gehen. Du hast absolut recht. Ich denke, auch Rhaenyra wird eher einen politischen Weg gehen, während der Daemon wahrscheinlich sagt, burning down a house. Ah, house. So ein Klatsch. Baby. Weißt du, was ich meine? Also, das wird gar nicht in die Richtung gehen. Ich wollte jetzt auf ihre König ansprechen, so burn them all. Auch gut, ja. Oder good old Seth Rollins finde ich. Burn it down! Für Wrestler unter euch. Ah ja, genau, wir sind ja am Wrestling zusammen gesehen am Samstag. Die, die uns auf Social Media folgen, wenn nicht, unbedingt machen, haben da nämlich ein wunderbares Bild verpasst von uns mit Michaela Schäfer. Liebe Grüße an dieser Stelle, sie hört sicher zu. Genau, so wie sie der Hill begrüßt hat, hört sie uns auf ihn zu. Wie hat sie begrüßt? Weißt du es nicht? Nein. Ja, wo wir an der Bar sind, sie läuft an uns vorbei, der Hill sagt: Hoi, Nacktschnecke! Ja, aber sie nennt sich ja selber so. Ja, das ist richtig, aber so das gerade als erstes, ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Ja. Aber recht hat er ja gehabt. Fairerweise, deine Reaktion auf sie, ich will ein Kind von dir, ist auch nicht viel besser gesehen. Das ist gar nicht wahr. Ich habe eigentlich gesagt, ich will, dass du nie ein Kind hast. Das ist aber auch noch nicht dran. Wieso? Wow. Okay, ich glaube, wir müssen schnell weitermachen, sonst wird es gefährlich hier. Yeah. Hey, nein, also ich has nicht... Es ist auch nicht meine Favorite-Folge, aber wegen ganz anderen Gründen, dass die ich kann ich noch nicht nachvollziehen. Aber vielleicht kommen wir noch dazu, wenn wir jetzt Szene für Szene durchgehen. Und ich wollte ganz kurz auf das Intro eingehen, weil, weißt du, ob es euch aufgefallen ist, auch das Intro hat sich ein bisschen an die Vorherrschaft, in der Folge zumindest, von Hightower orientiert. Weil zum Beispiel die Embleme, die Zeichen halt, oder, von den verschiedenen Leuten oder, und den Häusern, die von Rhaenyra und vom Daemon und so, die sind wirklich nur mega klein im Hintergrund gesehen. Zum Beispiel der Daemon hat mich eigentlich immer vorne recht gross gesehen, weißt du, mit seinem Helm, oder, das Zeichen und so. Und in dieser Folge sieht man sie praktisch gar nicht. Sie sind wirklich viel grösser als alle anderen und ich weiss nicht, vielleicht ist mir zum ersten Mal aufgefallen, vielleicht sage ich jetzt auch, das war bei einer anderen Folge auch schon gesehen, aber einfach klein, ich habe es nicht gesehen. Diesmal auch das erste Mal drei Zeichen, die mir noch nie aufgefallen sind. Und ich habe gefunden, die mache ich genauer an. Und habe nachgefunden, und das eine ist eigentlich klar, es ist so ein Insekt drauf, Helena. Dann auf dem einen ist so eine mehr oder weniger nackte Frau. Bist du sicher, dass Helena ist und nicht Laris? Nein, ich bin ganz sicher, weil das kommt von einem Strang. Ah. Steine Strang, drei Blutfäden, also vier sind es eigentlich, aber der vierte sieht man eben nicht. Also das ist der, der noch nebeneinander ist, da in Oldtown ist es eigentlich. Ist ja Tochter. Ja genau, jetzt kommen die vier Kinder. Los wir doch zuerst zu. Eine Spinne ist doch kein Insekt, Kollege. Also nochmal, eine Spinne, Schrägstrich Insekt, bei ihnen ist das immer ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, später tut sie auch sticken. Das ist ganz offensichtlich eine Spinne, sie hat aber sechs Beine. Merkst du etwas? Das sind wirklich komische Tiere in dieser Welt. Ja? Die malt immer so komisch. Und das ist eben auch so ein komisches Viech. Das sieht auch eher aus wie eine Spinne, hat aber eher sechs Beine. Ist ganz komisch. Okay. Müssen wir mal schauen. Also ist mir schon klar, also ich als Insekten lieber. Das musst du mir nicht erklären. Ja, Entschuldigung. Nein, dann haben wir für den Aegon, ziemlich sicher ist das er, so eine halb, also eigentlich eine nackte Frau auf so einer, und hinten dran ist so wie eine Amphore, weißt du, wo man so Wein am drin hat. Das passt ja auch ein bisschen zusammen. Oder Wein, Weib, Gesang ist ja schon in seine Welt geworden. Also beim Aegon meinst du? Genau. Habe ich ja gesagt. Egon. Ja, Entschuldigung. Und beim Aemond ist es ein blauer Saphir. Also, oder Rubin. Nein, Rubin Saphir. Ist rot, Saphir. Saphir. Genau. Saphir. Und dann ich so, hä? Und ich habe überhaupt nicht geschnallt, wer das kommt. Sein. Das ist vielleicht das vierte Kind, wo ich eben das Zeichen nicht richtig gesehen habe. Sie hat ja vier Kinder, aber das eine ist ja hier in einer Old Town und hat man ja noch nie gesehen. Das steht der Knappe vom Lord Hohenturm. Aber das hat man nicht erklärt. Nein, aber ich habe nur... Also in den Büchern ist der Knappe vom Lord Hohenturm. Genau, und... Daeron heisst er.
Das weiß ich eben nicht. Aeron heisst. Dann habe ich einfach geschaut, was ist denn, was hat das mit dem blauen Saphir zu tun? Anscheinend in den Büchern hat der Aemond, dort wo er das Auge verloren hat, hat er sich halt einen blauen Saphir reingedruckt. Ah, aber erst später. Ja, ja, klar. Aber noch nicht jetzt. Steht wahrscheinlich für das, oder? Ja, ja. Das, genau. Ja. Und das habe ich echt cool gefunden. Cool, ja, weil, eben das Intro, ich schaue sie immer, wenn ihr auch am Morgen um 5 Uhr, oder? Und bei mir ist immer noch das Freundinchen nebendran. Und sie ist der grösste Fan, also sie hat auch alle Folgen schon wieder zweimal geschaut. Mhm. Und also sie weiss, sie ist halt immer so, ja, du wirst nicht wundern, was nachher passiert, weil sie weiss eigentlich schon, wie alles ausgeht. Mhm. Also, abgesehen davon, dass die Showrunner vielleicht anderes machen, oder? Mhm. Sie hat sich da wirklich reingefuchst. sie sagt immer, ich finde das Intro so doof. Und ich finde es auch nicht so geil wie das alte. Mhm. Weißt du, wo man halt immer sieht, welche Orte kommen. Und das ist immer schön angeschrieben, oder? Weißt du, King's Landing und bla bla. Und da sieht man halt nur die Embleme und manchmal so schnell und so kurz. Und eigentlich ohne nachzulesen, hast du keinen Schimmer, zum Wissen, was du warst. Ich check's in der Regel auch nicht. Heute Morgen ist mir aufgefallen, ich check da gar nicht. Aber das ist morgen am Viertel ab 5 Uhr. Ey, absolut. Also, aber man kann jetzt wirklich davon ausgehen, dass die, die man prominent sieht, dass die Figuren auftauchen. Ja, und die, die einfach nur kaum auftauchen. Aber eben, du musst halt wirklich fucking mit einem Buch nebendran hocken und eigentlich nachlesen, was ist was. Und ja, das ist so für und so wieder, finde ich. Aber wir haben ja uns, wo ich das erkläre, zumindest ein bisschen angebrochen. Gang schön. Es gibt garantiert noch Videos im Internet, wo das noch viel genauer durchforsten. Das sind nicht wir. Viel geiler ist, ich habe ein anderes Video gesehen als Vorbereitung. Es gibt doch so eine Bar, ich glaube in Chicago ist die, die zeigt immer am Sonntag oben halt live halt am Fernsehen oder das und die einfach das Leute, das Publikum filmen dabei. Mhm. Und dann kommt eben da die letzte Szene oder, mit Rhaenyra und dem Drachen. Und dann sagst du Leute, wuhu, hast du einen Applaus? Rhaenyra? Rhaenys, ja. Rhaenys. Und mit Drachen, es ist mega hart, nicht unbedingt mal schauen, das ist sau witzig. Gut. Das ist das, was ich zum Intro sagen wollte. Und dann legen wir los. Und zwar auf King's Landing mit einigen Stillleben. Weil es ist Nacht, ganz früh am Morgen. Man hört schon ein bisschen Vögel gezwitscheln draussen, aber es ist halt noch wirklich dunkel. Müsste die Stunde der Fledermaus gewesen sein. Was ist jetzt das wieder? Sie dienen ja die Stunde. Haben sie, sie für jede Stunde haben sie einen Namen. Ich weiss es nicht genau, welche Stunde das ist, aber im Buch ist der... der Viserys zur Stunde der Fledermaus gefunden worden. Und der, der grüne Rot ist zusammengetrommelt worden zur Stunde der Eule. Das erklärt auch, warum, wenn man eben die Stillleben sieht, eben vom verlassenen Thronsaal oder dann vom kleinen Rot. Im kleinen Rot ist ja durch einen offenen Spalt. Da ist gerade der Batman rausgeschlichen. Und ein einsamer kleiner Bub läuft so durch die leeren Gänge, die dunklen, vorbei noch durch die Küche, wo schon eifrig das Mörgli vorbereitet wird. So ein bisschen Rührei und so. Hey, ich war letzte Woche im Hotel, die haben kaltes Rührei serviert zum Morgen. Mit Absicht? Ja. Oder was? Ja. Die haben wirklich, weißt du, so das Buffet gehabt und Rührei halt. Und normalerweise ist das immer so erwärmt, oder? Genau, also, es halt ist immer warm. Warmhalteplatte. Genau, nichts. Hey, ich hab mich gar nicht gedacht, dass so am Morgen auf mein Teller angeguckt, bis drei, ist wirklich aus dem Kühlschrank gekommen direkt. Ich habe fast so kalt. Ich habe wirklich fast gekotzt. Wer macht das? Und da habe ich nachgefragt, Entschuldigung, können Sie das wärmen? Nein, das kommt so von der Küche. Entschuldigung, der Koch will das sicher so serviert haben. Kalt. Ja, das so ganz am Rand. Das jetzt hoffentlich hier nicht gegeben. Auf jeden Fall rennt der Bub zur Zofe von der Alicent, der Talia heisst sie. Mhm. Und berichtet ihr halt, du, der Ei-Auge, also der alte Ei-Auge, genau, das Hämpfeli, du, der bewegt sich und der ist tot. Und die berichtet das natürlich dann gerade Alicent. Und auch dort, wie ich finde, sau gut gespielt von der Emilia Cooke. Wie sie die Botschaft wahrnehmen. Weil du merkst eben beide so, oder? Wirklich, dass sie ihr wirklich weh tut, weil ist ja gleich ihre Mann gewesen, auch wenn sie nie die Liebe bekommen hat. Wie, Andererseits aber auch ein bisschen, du spürst auch ein bisschen raus bei ihr so ein bisschen die, weißt du, wie die Erleichterung, oder? Dass es jetzt weg ist, dass sie nicht mehr jeden oben seine Füße legen muss. Ist eben auch noch fraglich, ob sie wirklich den Verlust spürt und der wehtut. Also der Verlust so von Liebe, von der Menschlichkeit. Oder ob ihr jetzt auch der Verlust vom Schutz von ihm wehtut. Ja, also es kann sein, dass sie heult aus Angst. Ja, weil jetzt sind sie und ihre Kinder in Gefahr. Absolut. Und ich habe das eher ein bisschen so interpretiert. So, Scheiße, jetzt muss ich was machen. Jetzt, Aber es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Deine ist auch
ist ein bisschen romantischer, aber du es ist House of the Dragon. Also. Das andere definitiv Nein, überhaupt nicht. Vielleicht hat sie beides gehabt. Dallas hat gesagt, einmal nur zu teilen, du, aber gell, das heißt, niemand sagt, die sagt, ja, klar, macht aber schnell ein paar Kerzchen am Fenster, damit das auch jeder kurz zeichnen oder so. Okay, ist gut. Dankeschön für nichts, du Schlampen, oder? Nein, und Alicent erzählt es dem Pappen, im Otto. Und auch noch gerade, dass im Visier sein letztes Wort, sein letzter Wunsch war, dass der Aegon, also ihr Sohn. Was wir ja letztes Mal schon besprochen haben, wo ja ein hoher Missverständnis war. Und das wird jetzt halt. Noch klarer. Ja. Muss man vielleicht noch ganz kurz an dieser Stelle. Schnell, jetzt jemand so vom. Also größtwahrscheinlich vom Paddy Considine verabschieden als Viserys der Erste. Yes. Ich habe gerade noch gelesen, George R. R. Martin hat ihm, also einem Schauspieler, geschrieben. Mhm. Also geschrieben, ich meine, er hat mir einen Brief geschrieben und hat mir gesagt, hey, ich danke dir für die Darstellung von Viserys, du hast ihn besser gespielt, als ich ihn geschrieben habe. Das ist, das find, ist schön. Das heisst etwas, ja. Das ist geil. Das finde ich auch, das ist wirklich eigentlich das Höchste der Gefühle, wo du eigentlich kannst einem Schauspieler sagen. Eben so. Einfach mal noch schnell eingeworfen, weil er ist wirklich gut gewesen. Ich habe ihn auch fantastisch gefunden. Ja, wirklich fantastisch. Hat sich vor allem immer weiter gesteigert. Ja, also er hat auf jeden Fall die spannendste Entwicklung von allen Figuren durchgemacht bis jetzt. Ja. Ah doch, mit Abstand. Also von diesen Figuren, die immer vom gleichen Schauspieler gespielt haben, ja, gebe ich dir recht. Ja. Weil sonst, also ich meine, der Dämon hat ja keine Entwicklung mitgemacht, das ist einfach immer ein geiles Ich. Nein, absolut nicht. Aber sonst hat eben noch gesagt, der Aemond. Aber das war ja nicht immer gleich Schauspieler gewesen. Von dem her gebe ich bei Aemond ist einfach gesehen, eigentlich von 0 auf 100 ein bisschen. Genau. Und da ist halt das schon ein bisschen mehr dick. Aber das ist ja wurscht. Ja, nein, aber du hast vom Punkt her natürlich schon recht. Eben, er als Schauspieler hat die grösste Entwicklung in seiner Rolle gemacht. Wenn man das so an der Stelle, dann hast du absolut recht. Auf jeden Fall hat auch der Otto grosse Äugle gemacht und rief gerade mal ein bisschen rot ein, wo er dann verkündet, den Tod von Viserys. Und auch noch gerade eben die Geschichte wegen Aegon als Thronfolger. Was nicht bei allen gleich gut ankommt, sagen wir es einmal so. Und was viel krasser noch ist, dass Alicent dort jetzt erfährt, von wegen, dass eigentlich alle aus dem Kleinen Rot bis auf den Lord-Kommandant, Harald Westerling. Westerling, genau. Und der Lord Lyman Beangraben heisst er auf Deutsch. Ich habe die Liste gerade vor mir. Yes, der Beesbury. Lyman Beesbury. Ja. Dass die zwei von dem nicht gewusst haben und dass alle anderen eigentlich schon längst das eigentlich geplant haben, oder? Dass irgendwie der Aegon-Mann auf den Thron hieft. Einfach halt auf eine andere Art. Als es jetzt ihre klar ist, oder? Weil sie das Gefühl, das ist alles rechtens, weil die Viserys will das so. Und die anderen haben einfach gefunden, da müssen wir einen Staatsstreich eigentlich fast schon forcieren, oder? Und das ist, wow! Und du merkst, und das finde ich recht geil, dass sie eben da das nicht so geil findet, eigentlich, oder? Weil das geht eben innerhalb von dem Team, oder? Sag ich mal, gibt es halt da jetzt auch noch den Krieg, oder? Vom Sohn mit der Tochter mit dem Papi, oder? Und ich finde es sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist, ja, gestört, das ist spannend gewesen. Jetzt gestört ist, wo ja der Otto die Nachricht bekommt. Die Serie hat eigentlich möchte, dass der Aegon König wird. Ist eigentlich für Otto, also ich weiß nicht, ob das für mich überhaupt. Also dort macht so einen Eindruck so plötzlich so: ah, okay, er hat es ja Welle. Cool. Mhm. Aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, er hat vorher ja eh schon eigentlich den Gedanken gehabt. Absolut. Und dort ist das Zweite, dass er ja eigentlich dort wahrscheinlich schon irgendwann seine Top-Secret-Akte hat mit dem Was-wäre-wenn-Fall, wo er dann kann starten, wenn jetzt der König stirbt, dass wir alles in den Weg leitet, seinen diabolischen Plan. Aber, ich glaube, es ist vor allem, was ihn dort so erfreut daran ist, finde ich eh klar, dass sie das irgendwie aufsetzen wollen. Ich meine, das merkst du schon. Schon offensichtlich jetzt. Aber dass Alicent jetzt das auch so sieht, oder? Das ist das, glaube ich, was ihn am meisten erfreut. So, geil! Sie hat jetzt auch einen Grund, oder? Zum sagen, Aegon, oder? Er muss sie nicht mehr beziehen, wie er es jetzt jahrelang gemacht hat, oder? Um sie richtig zu agieren. Also, sie kommt eigentlich von ihren aus auf ihn zu und sagt, so muss es enden, oder so muss es weitergehen. Und das ist, glaube ich, so viel so, geil, jetzt habe ich sie erst recht auf meine Seite. Da haben sie im Buch eben einen anderen Ansatz gehabt. Da hat es ja das mit diesen Wort vom Viserys gar nicht gegeben. Da hat man zum einen natürlich aus Machthunger, nach außen aber natürlich aus Besorgnis, weil sonst
sonst werden die Kindergröste wahrscheinlich vom Daemon und Rhaenyra sofort umgelegt. Dort hat man dann einfach auf die Brüche der alten Andalen zurückgegriffen, mm-hmm. wonach immer die männlichen Nachfahren müssen, yes. Thronfolge antreten. Und halt jetzt do, in dem Sinn im Gegensatz zum Willen von Viserys, mm-hmm. haben wir das dann gemacht. Macht Gut. man ja jetzt auch. Für alle die, die es nur von außen gehört haben. Ja. Und dann ist einfach, weil nur die Alicent dort dabei war. Und fairerweise muss man ja sagen, die Beweggründe der Leute kommen ja in diesen Büchern nie vor. Ich habe auch darüber mhm. gelesen, weil es, ist ja, es wird ja einfach halt von außen halt berichtet, oder was passiert. Aber die Beweggründe der Charakterstudie quasi, das gibt es ja eigentlich nicht. Oder? Dementsprechend kann man das so und so auslegen. Also ist eigentlich wurscht. Ja, aber weil in den Büchern sind sie einfach die Beobachtungen von drei verschiedenen Leuten, aber richtig. Halt von außen. Richtig, mhm. genau. Was man ja auch sagen muss, ist, dass sie eigentlich als Volk schon immer hätte männliche Wellen haben, männliche Nachfahren. Oh ja, das wird später noch ganz klar, ja. oder? Ja, korrekt. Ja, auf jeden Fall, der Lyman Beesbury findet es ganz ungeil und sieht das eigentlich als Akt vom Verrat, den er auch an allen eigentlich vorwirft. Und ja, der Cole findet es. Bin er ist. Cole findet, alles klar, Zeit für Heath Ledger Joker-Imitation, oder? Ich lasse jetzt anstatt den Stift, lasse ich das Dragon Eye, also die Bälle, die sie immer dabei haben, die Murmeln, einmal verschwinden in seinem Kopf. Ja. Und dann auch nachgelesen, das ist tatsächlich auch. In eben dem Tanz der Drachen ist das der erste Tote, der da genannt wird als Tanz der Drachen. Das ist richtig. Ist es gibt unterschiedliche Ansichten, mhm. Wie es passiert. Sigi, es gibt die Version, dass der Cole einen Gott aus dem Fenster geworfen hat. Es gibt Versionen, wo der Lyman einfach aufgestanden ist und hat wollen gehen. Er drückt ihn wieder retour in den Stuhl, schneidet den Kehlen auf. Aber mhm. das mit einfach Schäden zu trümmern, ist nicht drin gestanden. Das ist jetzt eine neue Interpretation, aber auf das kommt es ja nicht. Er hat es eigentlich nicht wollen. Er hat gesagt, sitz an und hat das Küsschen ausgelopft. Er ist ausgerutscht. Ja. Was man aber noch muss sagen, in dem Moment, wo das passiert ist in den Büchern, da ist der Kristen Cole bereits schon Lord Kommandant von der Königsgarde gewesen. Harald Westerling schon verstorben. Der ist normal verstorben. Der ist verstorben, genau. Ah, das ist eben schade, weil da kommen wir noch dazu, weil gerade der Westerling, der zückt natürlich sein Schwert gegen den Kristen Cole, oder? Da denkt hey, so Bubu. Schon wieder einmal mehr. So nicht. Ich muss ja sagen, ich habe eigentlich den, obwohl er nicht viel sagt, als Charakter, ich habe die ganze Zeit immer recht stark gefunden. Wrestling? Ja, er schaut halt einfach immer rein. Ja, und auch dann, wenn er etwas gesagt hat, dann hat er das Hand und Fuß gehabt und hat einfach genau das gemacht, was ich jetzt von einem Lordkommandant von der Königsgarde würde erwarten. Er ist einfach dort und er reagiert, wenn es sein muss, und beim Rest hält er das Maul und tut einfach seine Pflicht erfüllen. Erkennt ihr das Good Morning Sun-Meme? Ich finde, das sieht immer aus wie der aus dem Good Morning Sun-Meme. Die, die es kennen, wissen jetzt, was ich meine. Die, die es nicht kennen, gut für euch. das ist einfach völlig nieder. Apropos völlig nieder und Schwert. Sag mal, Spike, wie nennst du eigentlich dein Schwert? Das haben wir doch letzte Folge, haben wir das Fass aufgemacht. Und ich wollte fragen, bevor wir es vergessen, willst du das jetzt gerade nennen oder ist das eher etwas für Ende Folge? Nein, das kann man mit denen fragen, wenn man es sieht. Damit ist es offen. Es sind die Telefonnummer 06-2. Nein, sag ich doch heute. Also gut, ich sehe schon, er will einfach nicht über sein Schwert reden. Du. Aber weißt du, auf anderen Seiten schon. Das regt mich gerade wieder auf. Machen wir weiter. Also weißt Quatsch. Hey, ja, auf jeden Fall wird denn Allison erklärt, eigentlich, wie sie das Ganze will. Also, weil Allison sagt: Hey, Chicolitos, mir. Den Rhaenyra einfach die Chance geben, auf die Knie zu gehen oder, und zu anerkennen, oder? Der letzte Wunsch von Viserys. Da sagen aber die anderen schon ganz klar im kleinen Rotzen, ja, genau, das wird sie niemals, wird sie eh nie verstehen oder akzeptieren. Never ever. Genau, und der Dämon erst recht nicht, das wird nicht funktionieren. Und darum ist denen ihr grossartiger Plan, eigentlich Rhaenyra zu töten zu lassen. Also eigentlich Dragonstone zu schlachten heimlich. Oder wie es der Master Orville, also der Grand Master, weißt du, der Quacksalber, ja genau, so schön sagt, a living challenger invites battle and bloodshed. Sie ist wahnsinnig geile, also eben lebendige Gegner, im weitesten Sinn, oder? Laden zu Kampf und Blutvergießen ein.
Und dementsprechend muss man halt jegliche Herausforderung eigentlich vorher schon töten, oder? Dass das gar nicht erst stattfindet, oder? Mhm. Das findet dann aber auch der Lord Commander Westin gar nicht geil. Legt sie Amt nieder, hat sie Mäntel weg und sagt: Chicolitos, ich habe mir im König versprochen, es gibt keinen, ich will nichts mit dieser Scheiße hier zu tun haben. Bitch, I'm out, Microphone drop. Und natürlich dann auch der schöne Schwenk auf den Kohl, wo ja schon klar ist, alles klar, das wird der neue Lord Commander. Wo da eigentlich schon klar gezeigt wird, auch wenn es erst später ausgerufen wird von der Alicent. Mhm. Aber der kann ja rauslaufen, der Wrestling, obwohl es ja eigentlich, wenn... Hat mich auch erstaunt. Ja. Das hat mich sehr, sehr, sehr erstaunt. Keine so Bock. Und auch andererseits, ich meine, irgendwie haben sie so Drachenstein angegriffen, wenn sie wollen. Mhm. Und ich weiss nicht, du kannst schon mit 10, 100 Schiffen angehen. Ich meine, die sagen... Ja gut, der Ding hat ja gesagt, Otto, genau, Sneaky, Otto, Liesling und Clean also und so. Also sprechen so, dass sie nicht an ihre Drachen ankommen. Richtig, natürlich. Und halt am besten, weißt du, im Schlaf oder ich weiß es auch nicht, mm. oder? Ja, so Drachen bin ich auch mal schläufeln. Ja, so, oder? Also auch Menschen-Drachen. Ja, und haben ja, ja. Haben ja auch sowas wie eine Drachengrube. Ne? Ja. Also. Hm. Die haben wir aber nie gesehen bei Dragonstone, gell? Bis jetzt haben wir. Ich glaube nicht. Sind nur so, man hat es immer nur so gesehen, rumfliegen halt rundherum. Ja, ja, aber sie haben schon auch eine Drachenhöhle dort. Ja. Also es ist, glaube ich, eine Höhle. Irgendwas, ja. Ja, auf jeden Fall merkt Alicent, okay, fuck my life, die sind alle recht crazy drauf. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, ich muss zuerst zum Aegon kommen und ich muss vor allem irgendwie, dass er so in den Weg leitet, dass es eben kein Blutvergiss gibt, dass Trainierer nicht mehr sterben. Oder? Mhm. Weil schlussendlich, du merkst, gleich noch eine gewisse Zuneigung halt zu ihrer Kindesfreundin besteht. Oder? Und sie auch finden, das hätten sie nicht verdient, das ist nicht rechtens. Oder? Mhm. Sie will nicht quasi die neue König quasi oder die neue Regentschaft für ihren Sohn starten mit Blut vergießen. Man sagt ja auch, dass Mord in der Familie, dass das mega Unglück bringt. Weißt du, das ist ein Sprichwort, das ist nicht so wild. Das würde jetzt. Ein Mord bringt Unglück in die Familie. Oh, crazy, ja. Gut, das ist eigentlich sehr logisch. Ja. Sie haben auch da die Abschluss. Das heisst ja auch, es sind keine schwerer verflucht als der Brudermörder. Ja. Das ist ja mal irgendwo gesagt worden. Und sie ja gerade mit Stern der Sieben und bla bla bla. Hm? Das müssen wir dem Larry slow. Der bringt nicht nur seinen Bruder um, sondern auch den Papi am gleichen Tag. Aber tot, geiler Dude. Vater ist Patrizid und beim Bruder ist. Ah, wie nennt man das schon wieder? Verdammt, es gibt für all das Zeugs gibt es einen eigenen Namen. Verdammt, da habe ich das wieder vergessen. Ich meine, nach seit dem Tod von Viserys ist es eigentlich ja nicht mehr verwandt mit ihr. Dann ist es eigentlich so, dass. Ja. Ist ja nicht mehr die Schwiegertochter in dem Sinn. Was ist denn? Ist sie jetzt Schwiegerwitwe? Oder? Ja, also, ich weiß nicht, was heißt, bis aus der Tod erscheidet. Das heisst, man ist ja dann immer noch Witwe. Nein, ja, ja. Also, hä? Ja. Jo, das ist schon noch eigentlich. Ja, auf jeden Fall weiss der, sind los, hoppla, Schorsch, es geht jetzt um Zeit. Ich muss möglichst schnell an Aegon drankommen, oder? Mit ihm da ein paar Sachen klären. Was wahnsinnig einfach wird. Ja, sucht den Peter Helena, wo eben genau am Sticken ist. Mhm. Etwas so klar aussehen wie eine Spinne, aber es fehlen einfach die 8 Beine. Und ich habe zuerst gedacht, ja gut, die hat einfach die Beinbahn noch nicht gemacht. Aber die eine Seite ist eben schon fertig und sie ist schon an der anderen Seite. Das ist, also, ja, oder sie kann nicht zählen, oder ich weiß es auch nicht. Ich glaube vieles nicht. Ja. Anders dafür besser. Ah, ich finde sie super. Ja. Ich finde sie einfach meine heimliche Lieblingsfigur. Auch weißt du, wenn Alicent sie so anlangt, sie gerade so zusammenzuckt auf die Seite geht, so wirklich wie Autisten ja oft machen. Ja. Weißt du, oft muss sie so Kopfhörer und so. Eigentlich, ich habe zuerst gemeint, dass sie eine schwarze Witwe stickt, mit einem roten Fleck hin. Es sieht ein bisschen so aus, du hast absolut recht. Mir macht schwarze Witwe plus eigentlich ihren Spruch immer unter dem Pretto oder also unter dem Dings. Ist Gefahr, macht für mich am Schluss. Beneath the boards. Macht für mich alles am Schluss ein bisschen Sinn. Absolut, das sagt sie ja hier auch nochmal, oder? Ja. Also, ich finde sie eben auch toll. Ich finde vor allem die Schauspielerin macht einen mega Job. Ich find, sie das kann ich noch nicht sagen, weil sonst ist sie immer so kurz genommen. Ja, aber trotzdem ist sie irgendwie eindrücklich. Und sie ist ja. Sie ist zurückhaltend gespielt, was im Ganzen ja Sinn
Ja. Macht. Aber trotzdem, wenn sie etwas sagt, hörst du denen zu. Ja, natürlich, also, jetzt erst recht, oder? Weil alles, was sie sagt, ist eigentlich immer so. Klar, ich meine, die Szene von der Scham mit einer Prophezeiung, oder immer das, was man nicht hat, das will man und so. Ich meine, das ist jetzt sehr offensichtlich, da geht es einfach um einen Kampf. Also, das, da musst du jetzt nicht groß Prophezeiung machen. Aber das andere, das kann man natürlich auch, der Beast beneath the Boards, ist ja sehr offensichtlich und das, was gegen den Schluss passiert. Wahrscheinlich. Vielleicht passiert nochmal etwas, man weiß es nicht. Gleichzeitig wird Drainis, die ja noch verweilt auf King's Landing, die wird einfach mal eingesperrt in ihrem Zimmer, was sie gar nicht raus kann, ohne dass mir ihr sagt, was abgeht. Nicht, dass sie immer draußen war, aber jetzt ist... Also, ey, was soll das? Und die Suche nach dem Aegon geht los, weil gleichzeitig der Otto schickt die beiden Zwillinge Eric und Arik, Cargill, Cargill los. Ritter der Königsgarde, ganz wichtig. Ja, jo. Mhm. Entschuldigung. Einmal mit E, einmal mit A geschrieben, also die Zwilling. Übrigens, allgemein, es hat so viele Zwillinge in dieser Serie, das ist doch Wahnsinn. Das ist nur noch crazy. Es sind eben 7, 8 Zwillingsbälle, die da rumlaufen. Stimmt, ja, ja. Dennis, du, sie. Die beiden Velaryons, oder? Hast du ja Zwilling? Männliche, Weibli halt. Ja. Dann haben die Dings, die Alicent. Die Alicent hat die auch noch. Nein, nicht Alicent. Helena und Aemond haben ja Zwillinge, die sind ja dort am Boden, wo Helena am Sticken ist. Das Helena ist auch oder Aegon. Aegon, sorry. Aemond hat ja noch keine. Richtig, blöd, sorry, ja. Natürlich, du hast recht. Sind Kinder von, also Töchter von Aemond, das sind keine Zwillinge. Sind das auch Zwillinge? Ja, doch, natürlich. Ah, gut, also haben wir da das sind Zwilling. Auch Zwillinge. Ja. Dann, haben wir eben die zwei, oder? Die wir jetzt hier haben. Lannister. Dann haben wir die Lannister-Zwilling. Also es gibt extrem viele, ich glaube, es gibt noch mehr. Ja, ja. Gerade bei den Kindern, oder? Bei den weniger wichtigen Kindern, sage ich mal. Hey, irgendwie, also das ist sehr, sehr häufig. Aber gut, ist ja wurscht. Eric und Eric. Arik oder Eric. Die beiden Ricks werden losgeschickt. Arik und Eric, auf Deutsch ist es ein bisschen einfacher. Genau, werden losgeschickt. Vom Otto, der bei ihnen sagt: Hey, zu niemandem ein Wort, nicht einmal zu Alicent. Und Alison gleichzeitig schickt Aemond und Cole los. Also eigentlich der Cole, was sie dann auch eben zum, nennt, zum Lord Commander. Aber halt auch der Aemond sagt: Hey, ich gehe auch mit, weil ich kenne meinen Bruder, ich weiß, wo der sich rumtreibt. Das ist so ein Hund. Macht ja auch Sinn eigentlich, oder? Und ich glaube, der Aemond braucht auch wieder mal frische Luft. Ich meine, es sieht schon ein bisschen bleich aus. Yeah. Muss man es auch wieder an die Luft lassen. Ja, und bei denen gehen wir auch weiter, wie sie da am Umfragen sind, oder? Bei einer Puffmutter, oder? Wie heisst der Puff-Song, wie jetzt immer rumläuft? Leila. Genau, Leila. Mit Leila. Fragen sie nach, was so abgeht. Und ja, so sie sagten halt so, ja du, das ist ja, der hat noch ganz andere Hobbys, oder? Und, ist schon, sowieso seit Jahren im Dorf gesehen. Genau. Und zum Emo und du. Und, ja, aber schön gewachsen. Aber geil finde ich, wie der Emo dort einfach nur... so geil, dort einfach nur grunzen. Weil sie so, oh wow, bist du ein gross geworden? Und nicht nur so... ich find's super! Ja, das Blut ist halt schon wieder aus der Stimmbänder weg. Ja, ein guter Wahr. Guter Wahr. Yes. Dann, schauen wir mal, was sonst so ist. Weil der Otto, der denkt sich, ja, ich muss natürlich jetzt auch noch ein bisschen sonst aussieben. Bei all den Häusern, die hier rumhäuseln bei uns, oder? Die quasi zur Miete Kletten. Sind. Richtig. Und halt schauen, wer von denen den neuen Thronfolger dort auch akzeptieren. Und die es nicht akzeptieren, die nicht das Knie beugen, Jon Snow, wäre da jetzt zum Beispiel auch wieder souverän getötet worden, oder? Mhm. Ja, die werden einfach rausbegleitet. Unter anderem ja auch eine Figur, die wir schon länger kennen, die wir schon ein, zwei Mal so nebendran gesehen haben, die dann später noch wird hängen, da kommen wir dann noch dazu. Ja, weniger schön. Du merkst, wie rabiat er da durchgeht. Er ist halt schon... Ziemlich ein Bad Boy. Ich meine, jetzt ist klar, jetzt ist er so nah von seinem Traumplan. Ich meine, eigentlich ist er jetzt auf dem perfekten Weg, das zu machen, was der Tywin, nennst du damals gehabt, oder? Bei seinen Grosskindern, oder? Mhm. Wo die König geworden sind, wo er eigentlich ja eigentlich die Fäden gezogen hat, oder? Vor den Cersei übernommen hat, nachdem Tywin ja. Aber es ist eine mega ähnliche Situation, eigentlich, oder? Weil als Hand von einem Kind und gerade von einem wie dem Aegon, wo du merkst, es ist eh scheißegal, was abgeht, oder? Das hast du natürlich gewonnen. Da kannst du alles genau so machen, wie sie will. Nein, ich gehe schlafen, nur aus. Ich gehe für dich einen kleinen Rat. Eine Frau oder zwei? Ja, genau. Einfach noch eine
bisschen mit dem Unterschied, dass der Tywin Lannister auch nebst seiner Funktion als Hand scheissmächtig war. Der Otto ist ja nicht der Lord Hohentor. Korrekt. Der Tywin ist allerdings der Lord Lannister. Yes. Und Beschützer des Westens und bla bla bla. Und reich. Oder? Da sind ja die Lannisters noch nicht so. Hohentor sind aber Schluss, auch, die haben auch mächtig. Ah ja, ist das so? Ja, ja, die sind schon nicht so heftig wie die Lannisters, weil die Lannisters haben ja noch Goldminen. Mhm. Aber die Hohentoms, die sind, glaub, vor allem durch den Seehandel, sind die auch recht gut betrachtet. Lannister haben dann ja nicht mehr Gold gehabt, das ist das Problem. Später nicht mehr, ja. Eben, später ist vor allem ihr Ruf gewesen, dass sie immer ihre Schulden begleichen. Genau. Ja, die beiden Zwillinge, die, Drix, die landen in einem ziemlich kranken Club. Der Arisch und der Erisch. Ja, wow. die landen in einem richtig krassen Club. Anstatt eigentlich so Kampfhunde oder Kampfhennen oder so aufeinander. Ja, Hahnenkämpfe und so. Ja, werden einfach Kinder aufeinander gejagt mit so abgefeilten Zehen und langen Fingernägeln. Genau. Richtig, richtig krass. In einer Ecke hockt ja noch ein offensichtlicher Bastard vom vermutlich Egon. Ein oder? Von vielen. Wo, also quasi der geht dort an, die Geldwette auf seine eigenen Bastarde, die dort zerfleischt werden. Wow. Also Egon ist... Nicht nur einfach, bis jetzt ist er eher so als Larifari oder Yippie, Party-Dude durchgekommen. Da merkst du aber, der ist aber auch ziemlich krank in seiner Biere. Mhm. Ja. Ich weiss nicht, wird das irgendwo, haben die irgendwo schon einmal nur ansatzweise etwas gelesen oder gehört darüber, dass es eben so Kinderkämpfe gibt? Ja. Aber wirklich, erzähl bitte. Mache ich nachher, wenn wir aufgeklärt haben, wie der Egon gefunden worden ist, dann sage ich, wie der Egon im Buch gefunden worden ist. Das spielt eine Rolle. Okay, also, dann kommen wir nachher dazu. Geht ja nicht mehr lang, weil gleichzeitig eine Kollegin vom Weissen Wurm, von der Miseria, oder, die wir mittlerweile wissen, die da überall ihre Spinnenli, also ihre, da werden sie eher so als Spinnenli bezeichnet, oder? Früher noch beim Varys sind sie eher die kleinen Vögel gewesen, genau, oder? Genau, ist ein bisschen netter gewesen. Ja, irgendwie schon. Aber kann natürlich dann auch wieder Bezug sein auf die Spinnen, die sie immer am Sticken oder am Spielen ist, oder, Telenor? Kann man auch wieder in die Richtung tun? Ja, ja, ja. Kann man weiß es nicht. Natürlich. Auf jeden Fall, die schlägt einen Deal vor, weil sie quasi behauptet, ja, wir wissen, wo der Egon ist. Oder? Wir haben da Egon. Jo. Gleichzeitig hat aber der Emot noch im Kohl, und die sind eh noch ein bisschen am Suchen, die wissen noch nicht so recht, wo durch. Erklärt, dass er eigentlich der besser geeignete König wäre, weil nur weil er Zweite ist. Hat der größte Drache? Ja, nein, ja, er hat den größten Drache. Er kennt sich aus mit Philosophie, er kennt sich aus mit all diesen. Er ist geboren sich, dafür. Ja, aber und so hart es tönt, eigentlich stimmt es ja auch ein bisschen. Er ist wirklich eindeutig besser geeignet, abgesehen davon, dass er halt auch ein Freak ist. Also das muss man auch mal sagen. Ja, aber sind die meisten Könige. Einer bewusst seinen Weg ist gegangen und nicht irgendwie halt dummbatzig. Yeah. Also, ja. Finde ich aber find ich wirklich cool, weil du merkst, so, ja, er zeigt wirklich so, eigentlich hat er den Anspruch, aber es ist schon wie immer. Es sind eigentlich immer die eigentlich keine Ansprüche haben, weil sie halt die Zweitgeborenen sind und die haben halt meistens keine Ansprüche. Sie kämpfen am Ende. Das sind eigentlich immer die härteren Sicher, oder? Der Dämon ist der härtere Hund, oder? Sie müssen sich auch beweisen, dass sie der Erstgeborene nie da hat. Ja, das sind, der Otto Hightower war ja auch nur der Zweitgeborene, wie das im Kopf hat und so weiter. Das sind ja die, wo dann entweder in Richtung Bildung gehen, in Richtung Feldherrschaft oder so Sachen. Also sprich militärisch geschult werden. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel den Ned Stark. Ja. Ned Stark, der nie vorgesehen war als Lord von Winterfell. Nehmen wir den Stannis Baratheon. Harter Hund wie Sau, oder? Und wie Sau ist verdammt gut treffen, dass sie... Ah nein, ist ja nicht der Stannis, sorry. Ich hatte den Robert Baratheon jetzt gerade im Kopf gehabt, weißt du, wegen Sau. Wisst ja, klar. Tyrion ist eigentlich auch der zweite... Oder gut, er ist der dritte. Und dann halt viele von den... Ist er jünger als... Ja. Ah ja, also weiss ich gar nicht. Bei der Geburt von ihm ist die Mutter gestorben. Blöd, ja, logo. Ja, ja so nicht mehr. Ja. Und dann ist halt eben bei vielen zwei, drei, vier Geborenen und so, die haben dann auch entweder nie der Kyrot oder so, einfach hat man die noch schnell ein bisschen nicht mehr untergebracht. Oder dann sind die zum Teil... gewisse sind Meister geworden. Zitadelle. Mm.
Oder im aller geilsten Fall, was natürlich fürs Haus mega prestigeträchtig war, wird irgendein zweigeborener Sohn von dir wird Ritter von der Königsgarde. Mhm. Das ist ja dann, das ist dann King of the Schiessering. Aber Nightwatch? Das stimmt, das wird. Also, zumindest habe ich es noch nie gehört. Das schreibt in der Folge, was das erste Mal genannt wird. Weil ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der im kleinen Rot, der, wo gerade links hockt, der im Schwarz, der Meister der Münze. Nein, Meister der Münze ist der Lord Lyman gewesen. Du meinst den Meister des Rechts? Moment, das sage ich dir sofort. Das ist der Lord Jasper Wild. Ja, auf jeden Fall, dem droht ja Alicent vorher ja damit, oder? Genau. Meister Wort, oder ich schicke dich gerade zur Mauer. Na ja, denkst du, ja, gibt es ja noch, stimmt, ganz vergessen. Und dann ist mir eben ein anderer Aemon in den Sinn gekommen. Es gibt doch den uralten. Aber auch da gar nicht gesehen. Ja, genau. Master Aemon. Hey, welcher Aemon ist jetzt das? Und jetzt ist er so am Studieren, aber der hat dann eins keiner von denen. Egal. Hey, komm, wir machen weiter. Von denen heisst ja keine Aemon. Ich weiß. Aber hätte ich gesehen, dass er so. Das ist im Fall in einer nächsten Buchgeschichte ist dann eigentlich so seine Linie. Kommt das noch? Ich weiß ja, aber es wäre eine geile Geschichte. Mhm. Zwar aus der Buchreihe «Der Heckenritter». Besteht aus drei Büchern. «Der Heckenritter». Hättest du mir auch mal von Filmen, der Martin? Das ist wie eine Tatortfolge. Da gibt es mehr Material dazu, als zu jetzt der Targaryen-Geschichte. Weil dort ist es wieder wie bei Game of Thrones. Wirklich eine Geschichte. Normale Geschichte und nicht ein Historienroman quasi. Mhm. Und es ist recht unterhaltsam, recht cool. Ich weiß nicht, es spielt halt weniger mit den Königshäusern und so weiter. Es geht aber um den Ritter, oder? Um den Heckenritter. Nein! Das ist aber mega schlau. Ich jetzt kann es roten. Aber durch Zufall dann in königliche Gesellschaft kommt und das, ja, das Ganze ein bisschen aufbaust und verschiedene Abenteuer erlebt. Aber das ist halt einiges später. Es passiert auf jeden Fall einiges. Währenddem eben die anderen immer noch am Suchen sind, versucht der Lord Caswell, das ist einer, der klar zu Rhaenyra steht, das ist der erste, der ihr gratuliert hat, als sie das Baby die Treppe drauf geschleppt hat zu Alicent damals, in der krassen Szene. Der probiert zu flüchten und sind wir sicher, Rhaenyra zu warnen, also es wirkt einmal so. Wird allerdings aufgehalten. Larys hat da wieder seine Augen überall gehabt, oder? Oder Füße in der Tür. Der wird dann später aufgehängt. Also, man sieht ihn dann halt nur aufgehängt, also, so als Mahnmal. Nachdem man allerdings schon sich neu gebeugt hat. Das ist ja nachher gesehen. Ja. Zuerst so da. Ja, ich mach da mit. Genau, klar, oder? Egon! Ja. Da, und was man auch wieder sieht, man sieht wieder mal die Silent Sisters, also die immer so die Leute am Balsamieren sind. Genau. Und wir sind halt gerade die Viserys den herrichten, sage ich mal. Ein bisschen einfacher, auch wenn er rechts frack ist wie der Waemon das letzte Mal, wo wir gesehen haben, mit seinem abgehackten Kopf. Das war ein bisschen blöd, also seinem teilten Kopf. Ja. Der Alicent besucht Drainis und sagt so: Ey, die Tür ist abgeschlossen, Schluss. Was hast du gemacht da hinter der Tür? Das soll ich nicht gut. Und wie will man sagen? Nein, natürlich schlägt sie ihr vor, hey, tu dich doch mir anschließen, oder? Probier jetzt auf die Schmusia, du hättest eigentlich Königin werden damals und unsere Häuser sind doch so mächtig zusammen und überhaupt. Und ja, ich nehme auch noch ein Bierle, danke schön. Du so schei. Was nehme ich eigentlich für ein Bierle, Hill? Du nimmst ein Uli-Bier. Ein Bier von unserem Sponsor, von der Brauerei Fischerstube. Und ich glaube, es ist eine Referenz, genau, wo man nicht nur im Sommer am Rhein kann trinken, sondern auch im Winter am Rhein. Wow. Geil. Hey, danke schon vielmals. Top Service, es wird sogar an den Tisch gebracht. Das macht das Bike in der Freizeit. Ihr erreicht den unter Telefonnummer 0672. Was? Moment, jetzt bin ich wieder Barkeeper. Das ist geil, habe ich immer gerne gemacht. Die Alicent auf jeden Fall macht der Rhaenys ganz wirklich klar, so, hey, ich will ja auch nicht, dass der Rhaenyra etwas bringt, oder? Ich will sie sogar retten von ihrem Papi. Aber Drainis, die traut dieser Sache einfach nicht, und bleibt ziemlich cool. Und wie wir auch später mal sagen, sie wird ja auch der Badass-Moment haben von der Folge. Das kann man wirklich schon mal so sagen. Und wenn ich etwas gelernt habe in dieser Welt rund um Westeros,
wenn jemand einen coolen Moment hat und plötzlich eine mega sympathische, geile Figur wird, meistens lebt sie nicht mehr lange. Ich habe noch ein bisschen Angst und Rainis nach dieser Folge. Aber was weiß ich. Ja, der Eamon und der Cole die beobachten während dem im Flohloch ein bisschen, wie der Otto und der Zwilling sich mit Miseria treffen, wo eben der Deal vorschlägt gegen Gold und etwas zu unternehmen von der Goldröckli. Ja? Gegen die Kinderkämpfe unter anderem, oder? Sie, weil bis jetzt hat dort die Krone oder eben die Goldröckli eigentlich immer. Stadtwache vor allem, ja. Ja, die haben einfach immer weggeschaut, oder? Haben sich bestechen lassen. Mhm. Und dass sie da etwas dagegen machen und sie kriegt das Wort vom Otto. Und ja, wo versteckt man denn so einen Egon am besten? Dort, wo man wirklich nicht wird, erwarten würde. Und zwar in einer Septe, also in einer Kirche quasi, oder? Mhm. Und dort wird dann auch gefunden von den Zwillingen. Und, im Altar eingeschlossen eigentlich. Ganz grossartig. Zum Abfluss drin. Also. Und die packen ihn und dann draussen werden sie aber gestellt vom Cole und Eamon. Und das sehen, die habe ich irgendwie alles ein bisschen doof gefunden. Der Kampf zwischen, der Schwertkampf zwischen dem Cole und einem von den Zwillingen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es war einer von den Ricks. Ich glaube, es ist der. Jetzt muss ich gerade ich glaube, der Eric ist der Gute im Fall und der Arik ist der, wo, also der Gute, der noch zu Rhaenyra steht und dann auch sich dann ein bisschen zurückfallen lässt und abhaut. Moment. Und ich meinte den, der kämpft. Ich habe eben nachgeschaut, online, und ich habe zwei Antworten bekommen. Aber ich gehe jetzt auf die offizielle, meiner Meinung nach, die von der Behind-the-Scenes-Folge von der Macho und dann ist wirklich der Eric der Gute. Also, ich kann das gerade erklären. Vom Buch her. Ich jetzt wirklich also der Eric mit E, so meine ich. Ja. Also der Arik, das ist der, quasi die Leibwache vom Egon. Er ist auch der, der am Anfang vom Otto angesprochen wird. Okay. Wo ist er jetzt an und bla bla. Das ist der Arik und der Eric wäre in dem Moment eigentlich gar nicht in King's Landing gewesen, sondern der Eric wäre eigentlich im Buch in dem Moment auf Drachenstein gewesen. Und hat Rhaenyra beschützt. Darum ist es recht klar, es ist der Arik, der jetzt dort am Kämpfen ist. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe den Kampf huere lahm gefunden. Hey, der Kampf ist lahm gewesen, ich habe nicht gut inszeniert gefunden. Genau. Und ich habe ihn auch irgendwie unnötig gefunden. Schlussendlich fließt ja gleich kein Blut. Für was haben sie überhaupt gekämpft? Jo. Also, so blöd gesagt. Also, in dieser Welt wird ja eigentlich nicht gekämpft. Und am Schluss, ich habe jetzt die Schwert weggenommen. Okay, einige Mut auf Unentschieden. Ja. Das geht es in dieser Welt ja eigentlich wirklich nicht. Ich meine, dass sie dann irgendwann aufhören, wenn sie den Eamon sehen, dass der auch mit dabei ist, ist eine Sache. Aber das ist eigentlich, da hätte man ja gar nicht wollen machen. Ja. Also, weißt, und jetzt kommt ja schnell dazu, wie der Egon gefunden worden ist, eigentlich. In Flohloch ist er gefunden worden. Vom Kristen Cole und dem Eamon. Okay. Und zwar ist er irgendwo in einem Loch gefunden worden, wo noch eben zwei so Buben, unabhängig von der Arena, einfach zugeschaut hat, wie sie im Kämpfen sind, während irgendeine Dame gerade sein Schwert geküsst hat. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der netten Formulierung. Das wird eigentlich gut. Okay, ja. Jo. Auf jeden Fall Eamon und. Aber das ist der Bezug im Buch. Yes. Mehr ist dazu nicht gesagt worden zu den Kindern. Mehr ist nicht vorkommen. Easy. Ja, auf jeden Fall Eamon und Alice. Eamon und Alice, ja gut. Eamon und Cole haben jetzt den Egon, oder? Bringen ihn zurück. Und ja, in der Zwischenzeit kommt ein ziemlich harter Disput. Ein guter harter Disput. zwischen der Alice und dem Otto oder über die verschiedenen Herangehensweisen, wie das geht. Gut, oder? Das Vater hast du ja noch gehabt, dass also Eamon im Egon eigentlich ein bisschen an die Wäsche wollte gehen. Er hat ihn ja schon gepackt auf den Stegen und so. Habe ich gar nicht so empfunden. Da hat er finde so, jo, lass mich leben, ich gehe weg, du siehst mich nie mehr. Stimmt. Ich Nein, Moment. Okay, sorry. Aber der Egon sagt einfach zum Eamon, hey, für uns beide wäre doch der bessere Deal quasi, wenn du mir einfach jetzt nicht zurückbringst. Mhm. Es geht nicht um Leben oder Tod. Es geht nicht darum, er hat das Gefühl, der Eamon bringt ihn um. Nein, also, Entschuldigung, das ist ja offensichtlich nicht, Hill. Das schon. Das ist da frühe Nutzung gewesen. Das ist er will einfach abhauen, quasi das, was man mit dem Lenor gemacht hat. Oder? Ja. Dass er kann flüchten kann und halt sein Lottoleben irgendwo inkognito feiern kann. Ja. Und dann überlegt der Eamon kurz, das stimmt, oder? Weil er denkt sich so, ja, geil, ja, aber das wäre natürlich meine Chance vielleicht. Das ist aber auch vorher, wo der Eamon und Kristen sagt, ja, ich wäre der bessere König, sagt er ja auch.
so, was ich darüber diskutiere, wo finden wir nicht? Und dann so, ja, am besten auf einem Schiff nach E.T. Also E.T. Mhm. Das ist Yeti. Also Y-I-T-I. Mhm. Am besten dort an. Was? Wegen? Ja, wäre doch möglich, kann ich König werden, ich bin eh der bessere König. Mhm. Und eben, jetzt bietet ihm der Egon eigentlich noch genau die Möglichkeit, aber ja. Das kannst du dir jetzt nicht bringen, es sind zu viele Leute rum, oder? Und auch der Cole, oder? Der würde das eh nicht zulassen, weil der kommt ja dann gerade in der Diskussion dazwischen und sagt so, «Hoi zusammen, jetzt bringen wir die zurück.» Und so, okay, ist gut. Ja, obwohl eben, da kann man ja wieder spekulieren, weil ich glaube, zum Aemond hat er eben schon eine gewisse starke Loyalität. Was, der Cole? Ja, nebst der Allison. Ja, klar, aber Allison ist Nummer eins. Ja. Und Allison sagt, wenn Allison sagt, Egon zu mir, kann der Aemond machen, was will ich, kann der Handstand machen und ihm sein blaues Saphir aus dem Auge grübeln. Also, oh, das ist interessiert. Er kann eben schon noch ein bisschen dagegen heben. Das ist halt schon auch, ja, ich glaube schon, halt schon besser mit Leuten im Schlag haben. Ja, wie einfach kommt er halt die schöne. Wir haben so eine riesengroße alte Kollegin. Yes, ist Maria. Und der Alison und der Otto sind auf jeden Fall am Reden miteinander, blablabla. Sie sind nicht einverstanden, wie sie das gegenseitig machen werden. Der Otto sagt dann aber, alles klar, du, ich ergib mich quasi dem, was du sagst. Und die sind eigentlich noch ein bisschen dissen, oder? Der sagt, oh, du erinnerst mich gewisse Licht so an deine Mutter. Und ja, die Mutter ist ja, glaube ich, ziemlich schwach und viel halt so, wie halt Frauen sind, oder so, empathisch und so. Und das ist ja gar nicht seine Welt, oder? Da muss man ja ein bisschen mehr Dreck am Stecken haben. Apropos Dreck am Stecken. Alicent und Larys, die haben auch eine Unterhaltung miteinander. Das ist wahrscheinlich neben dem Schluss, dem Auftritt von der Rhaenys, wahrscheinlich die Szene, die am meisten Memes jetzt wird nach sich ziehen und im Internet steil wird gehen wie nichts. Mhm. Ich habe heute in Vorbereitung dazu, ich glaube, etwa 25 Mal gelesen, Tarantino würde es lieben, diese Szene. Oh, ja. Da mache ich den Gag jetzt nicht mehr. Ja, Allison kriegt die besten News und keine Infos, oder? Und Larys erzählt ihr, dass da halt diverse eben Spinnenjungen sind, oder? Also eigentlich Spionen in ihrem Haus, unter anderem eben auch die Talia, ihre Zofe. Wo man aber nicht sieht, was mit ihr passieren wird. Finde ich eigentlich noch geil, weil da kann man doch etwas rausspielen, oder? So im Sinne von, dass sie bewusst total ja falsche Informationen gibt oder so. Das wissen wir ja noch nicht. Und ja, auf jeden Fall, Larry schlägt dann vor, ja, wir müssen halt einfach den Kopf, oder? Also quasi die Bienenkönigin. Mhm. Tut mir leid, dass ich jetzt Königin gesagt habe. Hahaha, weil du bist auch Königin, oder? Alison, kennst du Gag, ja? Wenn man der quasi den Kopf abschneidet, dann würden alle Bienen nicht wissen, was machen. Also, was sie die Miseria oder die weiße Wurm aus dem Weg sägen und sie finden, ja, du kannst das, du wärst ja da vielleicht der richtige Mann dafür. Auf jeden Fall in dieser ganzen Szene zeigt sie zuerst ihre Fies im Wutschafe. Und dann zieht sie ihre Strümpfe ab. Ja, das ist ja, das passiert ja alles während dem ganzen Gespräch. Ja, ja. Also, und, also vor allem ist ja so, er redet ja dann nicht mehr weiter. Ja, ja, klar. Und dann immer so, damit er weiterredet, muss sie ja ein bisschen zahlen, sprich immer ein bisschen mehr Füßchen. Und am Schluss legt sie sich zur Seite und dann sind die Fies ganz dort und ja, er fährt da von rubbeln wie eine Wilde. Oh ja, der Schlange wirklich. Aber es ist irgendwie witzig, dass er eigentlich immer mal wieder in ihrem Zimmer ist. Ich meine, der Cole, das eifersüchtige Stück, dass der da nicht irgendwie... Ja, ich glaube, der Cole hat nicht in dem Sinn ein Love Interest in sie. Weißt du, nicht so wie bei der Rhaenyra. Ich glaube, das ist ein brandes Kind. Ich habe nicht das Gefühl, dass er eine sexuelle Anziehung verspürt. Ich meine, bei der Rhaenyra hätte er ja auch eigentlich fast schon reingezerrt werden für den Rhaenyra, dass er es macht. Weil ja. Das ist ja entgegen seinem Ehrverständnis. Ja, entgegen seinem Eid und allem. Und, und was man nicht weiss, das habe ich schon einmal gesagt, man weiss nicht, ob er nicht so hinter den Kulissen und inzwischen den 6 Jahren, wo wir mal einen Zeitsprung hatten, mal bestraft worden ist. Man weiss nicht, ob der Typ kastriert ist. Das glaube ich alles nicht. Ja. Yeah. Also eine tiefe Stimme. Also, ich meine, das nützt mir eh nichts, wenn er Ritter von Königsgarden ist. Von dem her kann man das machen und kämpfen kann er trotzdem. Aber dann lenkt er nichts mehr an. Ja, aber wenn nicht mal anlängen. Ich weiss, wer mich auch die Hand nicht so schnell würde geben. Das ist die von Larys. Plötzlich klebt noch ein Kleenex dran. Aber es, hey, aber es ist ich habe es echt doof gefunden. Es ist eine hure unnötige Szene. Ich meine, eigentlich, für Showrunner ist eine Goldgrube, die Szene. Weil die wird für Wellen sorgen. Weißt du, die wird jetzt Minimum bis zur nächsten Folge, wird die überall
verarscht. Die wird auch, weißt du, so diese Late-Night-Shows, wie auch da Gags kommen zu dieser Szene, da kannst du Gift aufnehmen, 100.000 Memes und. Weißt du, das ist von dem her schlau, aber ich habe es auch ein bisschen. Ich weiß, ich kenn keinen deutschen Ausdruck, so ein bisschen on the nose gefunden. Weißt du, so, oh, der Klumpfuß hat einen Fußfetisch. Ja, ist irgendwie, sie weißt du, zu offensichtlich. Richtig. Ja, also, es ist so wie da, wie Series, wo er seinen Arm verloren hat, dass er plötzlich irgendwie Bock hat auf verstümmelte Vögel. Also, weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen. Ja. Nein, ich habe es nicht gut gefunden. Ja, nein, ich auch nicht. Nein. Vor allem, es hat auch Alison schwach wirken lassen. Absolut. Also, dass sie. Dass sie beim Laris in der Schuld steht, das ist eine Sache, aber dass sie sich quasi auf eine gewisse Art Laris gegenüber prostituiert, auf eine gewisse Art, hat sie schwach dargestellt. Dass es dabei nur ums Füßle gegangen ist, hat der Laris wieder schwach dargestellt. Ja, gut. Man hätte es jetzt auch einfach können, quasi, du tust mir einen Gefallen, ich tue dir einen Gefallen. Das hätte man auf andere Art und Weise können lösen, auf verschiedenste andere Arten. Yeah. Ich meine, man hätte es auch einfach können offen lassen, nicht so direkt quasi zu sagen, ja, jetzt ist schon klar, was abgeht. Ja. Vor allem, ich meine, das vierte Mal. Heute sind es Fies und nächsten Tag sind es dann die Knäuscheiben. Ich meine, wo vier das am Schluss annehmen. Ich meine, es gibt ja nicht mehr Steigerung. Irgendwann will noch die Ellenbogen von einer ich sehe den Weg. Ich glaube, egal. Was ich leider nicht herausgefunden habe, ist, sie hat auf ihren Strümpfen so ein Signet drauf gehabt. Da habt ihr das gesehen oder erkennt. Nein. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Nein, ich habe es nicht erkannt. Also sind ganz viele gesehen, also. Nein. Es ist ein Signet oben auf der Seite gesehen. Also so wie bei Nike Socken, das Nike Swoosh dort war, ist einfach bei ihren Stockings, also bei ihren Strümpfen ist so, ich sage es mal auf Wadenhöhe ungefähr, ist das Zeichen gesehen. Ja, ich konnte es eben nicht herausfinden. Wenn ich mir das Rote würde ich sagen, es war ein Turm gewesen. Weißt du, Familienwappen. Wenn ich mir das Rote, weil es von der Form ist. Ich kann es eben nicht genau erkennen, obwohl ich die Folge zweimal geschaut habe. Ist ja wurscht. Vielleicht weiss es jemand von unseren Zürcherinnen und Zürcher. Ihr könnt euch das gerne melden. Ich meine, soziale Medien, dort hat es ja auch Kommentarfunktion. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das ist mir auch mal so gesehen. Ja. Oder ihr könnt uns auch schreiben. Uns anschreiben, hey Jungs, geile Sache, dass ihr das macht. Übrigens, das, was man dort sieht, dann nennen wir das sehr gerne in der nächsten Folge. Nicht, dass das passieren wird. Wir bekommen eigentlich nur immer Anzeigen per Nachricht. Aber ach, schon wieder? Wieder ein Einkommen? Oh Mann. Ja, von der Michaela Schäfer, ich weiß auch nicht so. Ich habe es noch nicht genau gelesen. Aber es geht, glaube ich, um einen Hill. Moment, haben wir nicht, wenn aus den Augen gelacht. Ich habe meine Socken ausgezogen. Nein, aber du hast nichts gegen sie in der Hand gehabt. Dann darfst du das eben nicht machen. Ja, gehen wir weg von dieser grausigen Sexszene. Wobei eigentlich, wieso macht man eigentlich so eine Bild auf? Also ich meine jetzt, also nicht, dass ich jetzt einen Fußfetisch habe, und selbst wenn, würde ich es niemals hier sagen. Aber ist eigentlich nichts Schlimmes. Wir sind um das gegangen. Mhm. So Sachen sind ja, weißt du, aber so kommt es. Weißt du, das ist für alle so ein Skandal. Nein. Fußfetisch. Hey, Jesus Gott, nein. Also wirklich jedem das Seine, solange das für beide Seiten stimmt, ist mir das immer grundsätzlich wurscht. Solange auch beide mündig sind, das ist noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gerade in dieser Serie. Ja. Jo. Nein, das meine ich jetzt eine Frage. Nein, ich finde einfach, es lässt die Alison schwach durchstehen. Ich finde es vom Dramaturgischen her, finde ich die Szene daneben. Und das, finde ich, kann man als Kritik anbringen. Den Rest nicht, da werden wir doch nicht mehr verurteilen. Es geht, also, wenn da zwei gerne miteinander fieseln um euer Leben. Also, ich finde von mir, was es auch, ich meine, eins ist, genau wie du sagst, Alice hat es wieder ein bisschen, also es hat einfach sehr den Stuhl von Narben geschwächt. Mhm. Aber ich finde auch, du Larry Strong, der ist so für mich so ein bisschen der Schwache, der mit seinem Kopf und Intrigen sich eine Stelle erbaut hat. Mhm. Und schlussendlich, was ist er? Ja, auch nur ein halber Sexgrüssel, wo irgendwie. Gell? Nein, das ist mehr. Ja, er ist schon mehr. Aber jetzt der Punkt vom Hilfe. Ja, das ist eine große Schwäche. Eben, normalerweise hat er jetzt die ganze Zeit immer nur mit dem Kopf gedacht. Ja. Jetzt hat er nicht mehr im Kopf gedacht. Schon mit dem Kopf, aber mit dem anderen. Ja. Es tut sein Intellekt, den er jetzt auch die ganze Zeit immer zeigt, weil er wirklich hinterlistiges Auge ist. Nein, das finde ich jetzt falsch. Weil nur weil jemand. Er ist ja gleich immer noch ein schlauer Drohzieher hinten dran. Er darf ja gleich noch eine sexuelle Fantasie haben. Aber er zeigt der Alicent, den er grundsätzlich will manipulieren, eigentlich eine Schwäche von sich. Er zeigt eine Schwäche von sich. Sie ist Schniedel. Nein, da hat er ja unter dem Rock. Ja.
Oh, der wird nicht immer so genau eingepackt sein. Wahrscheinlich steht er noch auf. Es hat ja wirklich. Und steht zum ganzen Finale zu diesen Fiesli an. Aber eben, er zeigt ihr ja eine Schwäche, was eigentlich nicht sein Stil ist. Ja, man sagt ja, dass Gelüste immer Schwäche sind. Ich weiß nicht, ob das so. Also, ja, das kann man so sehen. Ich finde das nicht. Ich finde nicht, dass das eine Schwäche ist. Ich finde auch von ihr übrigens nicht. Weil sie kennt das nicht anders von Männern. Ich meine, sie hat ja auch, das hat man ja schon ein paar Mal gesagt, sie hat ja auch nie Spass gehabt beim Sex mit dem Viserys. Aber für sie ist das klar ein Teil von ihrer Pflicht quasi gesehen. Und eine Form von, so habe ich vielleicht eine gewisse Macht, kann ich ausüben. Der wird schon ab und zu mal nicht gesehen sein. Nein, ich glaube nicht, dass die... Also, zumindest die eine Szene, wo man sie sieht im Sex, hat sie gar keinen Spass. Und gleichzeitig hat der Nira... Ja, dann ist sie ja noch mega jung. Ja, man kann mit jung Spass am Sex haben. Aber nicht unbedingt, wenn du alt... Also, wenn du jetzt irgendwie erst 18 bist und auch irgendwie schon, weiss doch auch nicht... So alt ist er eigentlich gar nicht, er ist einfach am zerfallen. Ja, eben, ja. Also schlussendlich ist er mit, glaub, 52 ist er schlussendlich gestorben. Komm, wir machen weiter, Jungs. Mm. Sonst wird das noch eine Sexhilfegruppe da. Gründen wir gerne. Sexhilfegruppe. Selbsthilfegruppe, ich würde sagen. Yes, das geht wieder verschnurrt für nichts. Ja, toll. Toll, das ist jetzt fast wie in der Diktator. Komm, wir gehen mit dir zur Vergewaltigungshilfe. Ihr leistet Hilfe bei Vergewaltigung. Selbsthilfegruppe ist ja aber auch wieder so eine geschüttelte Sache. Kommst du jetzt wieder auf das? Schüttel die Sache! Oh wow. Nein! Es wird Nacht. Über King's Landing, Königsmund. Und ein von den Zwillingen, nennen wir ihn Rick. Nein, es ist ja eben bekanntlich der Eric mittlerweile, wissen wir jetzt, oder? Ja. Gut. Ja, genau. Befreit Rhaenys, weil er sagt so, ey, das geht nicht. Oder was da abgeht, oder? Befreit sie im Raum und will sie eigentlich wegbringen lassen. Auf ein Schiff, ja. Ja, richtig, dass sie wegkommt. Tatsächlich verlieren sie sich aber später im Getümmel. Wo zusammentrieben wird, in Richtung... Genau. Wo wir uns ja vorher zuerst nicht einig waren, aber es macht ja schon Sinn, Richtung von der... Drachengrube, Dragon Pit. Quasi von der Halle oberhalb von der Drachengrube. Richtig. Ja. Gleichzeitig aber sieht man noch schnell, wie einfach, weil es ist noch Nacht, dunkel, he? Sieht man aber auch, wie das Haus vom Weißer Wurm brennt? Man weiß es nicht. Und man sieht einfach so ein Haus und das könnte schon von der Bauart sein, das Haus sein, weißt du, von der Miseria. Weil, ich meine, sie hat ja ihm klar gesagt, eigentlich verstogen, indem sie angelegt ist und ihre Füße angelegt hat, ja, jetzt fang an zu wichsen, du Säuneku, dass er sich soll um die Nummer kümmern, oder? Mhm. Ob Miseria drinnen ist oder nicht, das wissen wir nicht. Wir sehen einfach, wie einer vom Mund dort vorbeiläuft, so mit der Kapuze oben und halt das Haus brennt. Aber ich denke, das soll es so ein bisschen implizieren. Ja, oder? Denen drei, die ja Fühlige können sie, oder die seine drei Unterhünde. Ja, ich glaube, die sind schon lange weg. Weißt du nicht? Ich meine, das ist ein anderer. Man hat die nicht gesehen. Man hat sich nicht einmal ansatzweise gesehen. Ich meine, ich habe so ein Päschen gesehen. Nein, aber du hast nicht gesehen. Das hast du in deinem Kopf gesehen. Wahrscheinlich, ja. Aber sie hat ja noch Dings. Sie hat ja noch ihren Drachen holen. Ja. Mhm. Das kommen wir noch. Ja, Melis, oder? Die hat sie noch eigentlich abholen. Und er hat gesagt, nein. Und dann hat sich aber eh verloren in dieser Masse. Und das, da kommen wir jetzt gerade dazu. Was ich dort aber. Ich meine, auf was er jetzt? Mit ihr ja um. Dort. Und sie ist schon in einer Kapuze. Er rennt aber um mit seiner Dings-Rüstung, mit dem weißen Rock. Macht die nicht. Er hat sie verhaftet und tut sie ja wieder verhaftet, die umschleppen. Ja. Also das finde ich jetzt völlig irrelevant. Wenn man ja merkt, hey, sie ist weg und da rennt er aber um mit einer, mit seinem weißen Mäntel hinten, das ist ein bisschen für mich auffällig. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn du so ein Mäntel hast, du bist, also zumindest zu dem Zeitpunkt noch von dieser Welt, du wirst nicht angelangt von anderen Leuten. Ich glaube, du hast wirklich die Angst zu groß. Der Heidau hat ihm ja gesagt, zum Bruder, gehen Dings suchen, aber zieht er weißen Rock ab. Also, Ding. Ja, aber das ist ja gesehen. Das ist ja ganz etwas anderes. Aber das ist ja gesehen, um den Aegon zu suchen, damit kein Mensch merkt, dass sie den Aegon in Flohloch suchen. Genau. Das ist was ganz anderes. Nein, also dass sie in die Stadt gehen und ihn suchen. Ja. Weil wenn also zwei mit einem weißen Rock... es ist doch genau das Gleiche. Also, wenn man einen umrennt, dann ist das jetzt auffällig. Ja, nein, im weißen Rock. Wenn sie nicht auffällig, dann laufen die ganze Zeit aber nicht mit der Königsgarde. Aber wenn es im Stil ist von, ich tue jetzt irgendjemanden festnehmen, dann ist das okay. Wenn es aber so ist, man geht der zukünftige König in der...
quasi Königsmund, Weber suchen. Du siehst doch auf der Straße jetzt noch eine andere Garde. Nein, es ist doch eine Königsgarde. Sorry, ich will jetzt nicht reinreden, aber ich mache es nicht. Einer von der Königsgarde, der noch am Königshof ist, der redet nicht durch die Stadt durch und nicht irgendwelche... Doch, kann schon. Keine Verbrecher fangen. Natürlich, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Die können auch für Botengänge eingesetzt werden und so, das gibt es schon auch. Oder er geht einfach ein Bierchen ja. zischen oder so. Aber das sind meistens sind das eine höhere Befehle, die sie machen. Ey, also, in der Regel, ja, aber die können sie ja auch... Machen wir es ganz einfach zum Verständnis. Da ist er quasi vertarnt als offizieller Bull, der auf der Straße mit einer rumläuft. Und die anderen sind halt in Bordell und so reingegangen, in Undercover-Kostüm. Und das ist halt der Unterschied. So. Hey, aber das ist ja völlig, also wirklich, eigentlich völlig wurscht, finde ich. Aber ist ja wie gleich. Er hat ja die Rüstung einfach mit jetzt, der Arme. Komm, jetzt können wir bitte aufhören mit dem. Hey, wir haben noch so viel. Hey, wir reden schon über eine Stunde. Drei Sekunden. Er hat ja die Rüstung anhaben, um überhaupt im Roten Bergfried überall durchkommen können. Nur schon mal wegen dem Punkt. Wow. Okay, das wäre viel einfacher gewesen als alles andere. Nein, bitte nicht. Nein, der Hill überlegt. Hast du den Hinterausgang? Jetzt hör mal auf! Was? Ich habe Hinterausgang. Da sind sie sogar raus. Sie haben den Hinterausgang benutzt. Ich glaube, es ist gerade der gleiche, wo ein Ding immer abgehauen ist. Gell? Wenn ihr. Okay. Haha! Na, trotzdem. Die Alison. Touché. Hat sie eigentlich unter ihrem Ding dort schon die Rüstung angehabt? Was? Die Alison. Was? Hm? Was redest du jetzt gerade? Rainies, meinst du? Rainies. Ich glaube nicht. Ich gehe jetzt zu Alicent. Alicent erklärt einfach auf dem Weg zur Krönung vom König im Neuen. Erzählt es der Amerika so: Hey, geil, du bist König. Oh, Mami, wir gehen nicht. Und der guckt es nur noch an, weil er will einfach nur bümseln und Kinder zuschauen, wie sich gegenseitig zerfleischen. Was müssen wir denn sagen? Er schaut es an und findet es halt, glaubst du das? 20 Jahre hat er mit Kaska etc. pp. Und glaubst du nicht selber, hast fair. Fair. Und er hat mich auch nie geliebt. Was, das kann jetzt erst dein Vater, bla bla. Und dann plötzlich, wo er sie auch fragt, oder? Ja, liebst du mich? Und sie haben eigentlich nur gesagt, ja, du bist ein Trottel quasi. Oder? Ja, wow, das ist schon heftig. Das ist schon. Ja. Er hat nicht ein einfaches Leben. Oh, weißt du, also, klar. In den Büchern war er ein bisschen edler gewesen. Da hat er gefunden, hey, ich kann doch nicht meine Halbschwester um den Thron betrügen. Mhm. Das macht man doch einfach nicht. Das ist ein bisschen edler. Eigentlich schon, ja. Ich glaube eben... Ja, nein, eigentlich ist es schon ein Nein, der ist ein Trottel. Ja, der ist ein Riesentrottel. Mir hat es vor allem gewundert, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber nach der ganzen Fußsex-Variante, man sieht Alison nie laufen. Was hat er mit seinen Fies gemacht? Sie wird immer noch umgedreht. Er hat sicher jetzt sie. Vielleicht ist sie auch ein rutschig in den Sandalen und so. Ich glaube, sie blut an den Fies. Abschürfe, genau. Auf jeden Fall stürmen. Es gebrandmarkt. Die Masse stürmen zur Zeremonie und eben wie nachgeschaut zum Dragon Pit. Also eben zur Drachengrube. Ich habe gemeint, die große Septe von Bela. Ja. Aber ja. Nein, es ist wirklich der Dragon Pit, das erklärt dann auch später das Auftreten plötzlich von der Maelys, oder? Aus dem einfachen Grund, der Dragon Pit ist einfach der grösste Ort. Weißt du, der, wo am meisten Leute kann fassen kann? Mhm. Und zwischen dem Zeitpunkt noch, wie wir ja Game of Thrones nachher sehen, ist ja alles kaputt eigentlich. Mhm. Und das ist ja auch das Ziel davon, oder? Dass möglichst ganz King's Landing, oder? Dort innen ist, oder? Da werden sie auch dort angetrieben, oder? Damit wirklich alle eigentlich. Züge sind von der Ernennung vom König, oder? Dass so gar keine andere Meinungen quasi können verschatten können, weil oder das dumme Volk, oder? Sie sehen, ja, er wird jetzt gar König, also ist das auch so, da kann trainieren noch lang kommen und sagen, ey, Moment. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch sie hat die Massenszenen, gerade die von oben gefilmt, die sind CGI-technisch nicht immer so geil gesehen. Nein, sie sind auch nervig gewesen. Es ist nicht störend schlecht oder so, aber es ist auch so ein bisschen, ja. Ja. Aber es ist ja gut, Hauptsache der Drache ist nachher gut animiert. Und das ist schon gesehen, finde ich. Das hat geil ausgesehen. Mm. Und da kommen wir noch dazu. Der Otto auf jeden Fall verkündet zum ersten Mal öffentlich das erste Mal den Tod von Viserys. Und dann so... Oh. Und dann... Weißt du das? Aber auch die gute Neuigkeit, also weißt du quasi... er ist leider gestorben. Aber wir haben es gleich zu feiern! Yay! Egon wird jetzt gekrönt. Und dann kommt... Also ich habe wirklich müssen loslachen am Morgen früh, aber es war auch früh, es war schon kurz vor der 6. mittlerweile gesehen,
wo die Trompeten von Fahrern kommen, wo der Ego nicht auch. Habe ich wirklich so, wow, das ist jetzt wirklich wie so ein richtig 0815 schlechter Ritterfilm. Das hätten sie von mir aus können lassen. Weil nachher ist dann wieder ein geiles Theme gekommen vom Gang vom Ego, weißt du, so den Schwertern durch. Genau. Und es war wieder das Theme gesehen, weil die Alicent hatte, wo sie das erste Mal im grünen Dress kommt, dort damals an der Hochzeit. Mhm. Wir erinnern uns ein paar Folgen zurück. Und das Theme finde ich auch groß. Das ist vielleicht das Theme, das ist das, das habe ich schon 100 Mal gelesen, immer wieder mal in der Lust da. Das ist vielleicht so für mich so ein bisschen ein Hirnhaut-Theme. Einfach hier eine ein bisschen abgeänderte Variante. Ich habe so ein Zeichen im Kopf, wenn ich das Meme. Was? Nein, das Theme kommt sehen. Dort nicht vor. Das ist ein anderes Theme beim Larry's und Alicent. Das ist das Theme. Während dem Gang. Und dann Schwert eben läuft eben das andere Lied. Unter dem Spalier. Spalier, ja, Schwertspalier. Spalier sind früher immer Schwerter gewesen. Heutzutage macht es mit allem Möglichen, aber man nennt es einfach nur Spalier. Früher ist das Spalier ist immer mit dem Schwert gewesen. Das kennen einige von den Figuren, die wir heute schon besprochen haben, auch von einer Gangbang-Party. Ja, ein Schwert über dem Kopf. Was bringt denn das? Denkt über noch. Hochstehend. Sehr hochstehend. Auf jeden Fall kriegt, wird er halt dann, der Aegon gekrönt. Kriegt die Krone vom Aegon, dem Eroberer. Also der, der eigentlich alles ein bisschen in den Weg geleitet hat. Für die alte. Für Targaryens. Und, also für die ganze Familie, oder? Und aus Schwert heisst er Blackfyre. Ist das richtig? Das richtig im Kopf? Schönes Schwert, ja. Weil leider nicht mehr nachglaube. Ich meine, es ist Blackfyre. Ja, eben. Und natürlich auf Englisch immer das Fire mit einem Y anstatt mit einem I geschrieben, oder? Wie immer bei diesen Fantasy-Nummern. Immer ein bisschen grinseln, aber es ist alles so. Auf jeden Fall, dann ist es Zeit für The Beast Under the Boards. Gut, wir müssen sagen, Aegon hat dort. Eigentlich hat er nicht welle. Nö, nö, nö. Da steht er vor der Masse und denkt so, finde es plötzlich schon noch geil. Ich meine nicht, ja, das stimmt. Trotzdem. Kommt Party Crasher Rhaenys durch den Boden durch, halt eben durch die Drachengrube im wörtlichen Sinn mit Melis. Oder Melis, wie sagt man es richtig? Melis, habe ich. Ja, Melis, oder? Melis. Und man sieht das erste Mal den Drachen so richtig? Nein. Nein, wir haben mal eine Flugszene gehabt, wo ich fälschlicherweise angenommen habe, es ist ein anderer. Aber man hat sie schon einmal in einer. Aber cool, sehr von weitem, so nach, so der Kopf so genau. Also ich habe da nie jo, gesehen. Ja, ist schon nicht ganz so genau, nein. Und ist huu geil mit diesen vielen Hörnern nach vorne und so. So ein Triceratops-Drache. Und ich finde auch die Färbung so richtig geil. Ist auch rötlich. So kupferrot, goldig ist er gesagt. Ich glaube, sie laut dabei. Aber ich, auf jeden Fall ein geiler Drache, wie ich finde. Und welcher badass Blick auf ihr. Und anstatt, dass wir jetzt sagen, ja gut, Staffelfinale. Dracarys und einfach mal alle, wirklich alle weg vom Fenster, macht sie das nicht. Erstens wäre das sau blöd für weitere Staffeln. Zweitens würde es auch keinen Sinn, wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlau, weil schlussendlich ist jetzt gerade ein König gekrönt worden. Sie wäre ein Königsschlechter. Und ich glaube, die könnte nie mehr hin. Ja. Ja, das kommt eben nicht immer so gut. Obwohl es auch lustig war, so 50% wäre ich da geblieben von den Targaryens, wenn sie wahrscheinlich ja, also viel sie, fest sind. Und ich meine, nach dem Gespräch auch mit Alicent, sie merkte, dass Alicent eigentlich nicht will, die Rhaenyra tötet oder irgendetwas. Sie will sie übergehen, weil sie halt fest am Glauben ist, dass das korrekt ist. Aber sie ist ja nicht in dem Sinne einfach nur die Böse und weißt du, so mit Kindern einfach töten und so. Also eigentlich ist sie so ein bisschen Jesus-mäßig unterwegs. Okay, hau mal einen Klepper, aber das heisst nicht, dass ich die Reine zurückhabe, sondern ich habe die andere Backe an, oder? Und ich finde es ein sehr starker Moment. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das logischerweise. Irgendjemand schreit doch dort auch «Open the gates», sie haben sie ja wieder Tür zu machen. Das war der Otto. Ja. Hat Otto gesagt, mach eine Tür? Okay. Ja. Aber der Spike ist ganz anderer Meinung. Nein, das hat dir nicht gefallen? Nein, es gar nicht mögen. Es ist ein Drache vorgekommen, du hast nicht erfreut. Ja, stimmt nicht. Zum einen, Drache taucht einfach mal aus dem Boden auf. Musst du jetzt erst mal die Decke durchbrechen, wieso machen die das nicht ständig? Ja, die statisch. Weil sie ihm den Befehl gegeben hat. Ja, das kann man so sehen, aber grundsätzlich, die haben dort auch unzähmte Drachen dort unten. Wieso ist Dreamfire heisst sie, glaube ich. Blaue Drachen, die ja auch etwa so gross müsste sein, plus minus für die Melis. Wieso bricht denn die nicht einfach aus?
Weil okay. hat ja keine Ritterin. So, in dem Moment könnte jetzt auch einfach ausbrechen. Die Vagar ist auch einfach alleine rund um Drachenstein herum gewesen. Was noch das Nächste ist, wieso kommt jetzt eben nur die Maelys rauf? Wieso kommen keine anderen Drachen rauf? Dazu an, es hat ja die Wächter, es hat die Wächter dort unten. Okay, hat jetzt Trainees, die doch schon ein bisschen betagte Frau, hat jetzt die einfach mal drei, vier Wächter einfach mal runtergemetzelt? Nee. Sie hat noch zuerst die Rüstung angezogen in den zwei, drei Minuten. Ja, okay. Die Rüstung kann natürlich am Sattel gehangen sein. Ja, hey, aber das ziehen wir so nicht Ding an. Ja, geht einen Moment. Geht aber an. Eben, hat jetzt... Wow, ich komme jetzt so mit Logik in einer Serie, wo es um einen Drachen ja, gerade geht. Ja, aber... Hören doch mal ja, auf. Also mal Punkt 1. in den Büchern ist Trainees zu diesem Zeitpunkt nicht in King's Landing gewesen. Maelys ist das nicht vorgewählt ja. König. Darum, wenn man schon etwas neu interpretiert und anders macht als in den Büchern, dann muss ein kleines bisschen mit Logik kommen. Und sonst kannst du es einfach auslassen. Darum, es ist schon, komm, ist doch schon also, geiler. Und wieso soll sie mit in der Drachengrube raufkommen, wenn sie niemand will killen? Dann kann sie auch einfach zum normalen Eingang raus und rausfliegen. Also, nein, das geht ja gar nicht. Der normale Eingang war schon dort unter dem Dings gesehen. Er hat ja gesagt, dort ist, sie warten auf sie und er ist ja bewacht. Ja. Also nein, der normale Eingang, der ist ja eigentlich vor dieser Bühne unten innen. Gut, also dann noch einmal, wie ist sie runtergekommen? Das sieht man ja. Sie sehen schon mal, wie sie auf der Seite so arbeiten. Nein, es gibt draussen. Nein, es gibt draussen so einen riesen Eingang. Du musst nicht in die Halle gehen. Ich habe eben gemeint, es gibt draussen eben auch noch einen Zugang. Ja, ja. Das ist auch gut. Ey, das ist doch einfach ein Statement. Wenn du ein Statement machen willst, dann musst du ein Statement machen. Und nicht einfach nur andeuten, ich will ein Statement machen. Sie hat kein Statement gemacht. Sie hätte nicht können dorthin gehen müssen. Sie hat ein klares Statement gemacht. Ja. Sie macht Chicolita, pass auf, ich habe auch einen fucking Drachen und ich gehe jetzt gerade zu den anderen, die auch alle fucking Drachen haben. Mit deinen Drachen. Und wir ficken euch in Drachensprachen. Kannst du deine Füße also, lang anheben? Also das Einzige, wo wir noch ein kleines bisschen Logik haben, ist ja noch, wieso rufen die anderen nicht gerade ihre Drachen zum Gegenheben? Ja, da viel zu lang geht das go. Sind jetzt die Drachen dort unten noch festgemacht oder was auch immer? Vielleicht. Das kann gut sein, ja. Also, Dreamfire das haben wir ja schon, also, das haben wir ja relativ offen gesehen, du, damals halt, das ist ja schon lange her. Daenerys, jetzt sind sie ja auch angeordnet gesehen. Ja, ja, aber Dreamfire, also, den wir gesehen haben da unten, der ist ja relativ frei rumgelaufen. Also, aber eben, wo sind die scheiß Drachen weg? Also jetzt finde ich, jetzt könnt ihr wirklich, ja, jetzt könnt ihr wirklich go Zeug suchen, wo einfach scheisse egal ist. Nein, ist mir auf den Keks gegangen, die Szene. Ich glaube, es ist doch einfach auf den Keks gegangen, weil es die letzten zwei Minuten gewesen sind, bevor du es arbeiten musst. Am Montag. Das ist gar nicht wahr, ich konnte die halbe Walking Dead Folge können schauen nachher. Okay, gut. Ich bin so früh aufgestanden. Alright. Also das habe ich alles gar nicht so schlimm gefunden. Im Gegenteil, das habe ich eigentlich ziemlich cool gefunden. Nein, ich finde es grundsätzlich nicht unnötig, dass man Drachen sieht. Eigentlich nie, aber da das ist es wirklich... Das mich noch mehr überrascht. Da ist es eben wirklich unnötig. Was laberst du? Und dazu habe ich auch gefunden, nachher, wo die Maelys angefangen hat zu fliegen, das hat irgendwie sehr krüppelig ausgesehen. Also ich habe das Größenverhältnis irgendwie so komisch gefunden. Die Türen hat mich nicht so gross gedacht, wenn die Leute von vorstellen, sie wollen sie zu machen. Da bin ich auch kurz ein bisschen, ja. Aber wo sie rausfliegt, der Drache passt doch recht gut da durch. Ja, ja. Ja. Und wie das finde ich eh immer... Ich glaube, das ist wirklich... Also jetzt ohne Witz... Also ich will jetzt hier nicht... Ich will jetzt hier nicht... Weißt du, ich habe ja ein gutes Budget, also ich will jetzt nicht irgendwie schützen. Also, aber das fällt mir extrem häufig auf, dass das... Die Größe. Das ist glaube ich der beschissenste Job, den du kannst haben. Weißt du, so, nicht Kontinuitätsfehler, das ist schon scheiße in Hollywood. Also gerade bei so grossen Serien. Aber dann auf so Zeug, oder? Wenn so riesen... Figuren, Menschen, Monster. Wir erinnern uns auch an Wun, den Namensgeber von meiner Katze, oder? Also der Ries von früher, oder? Und so. Das ist auch, da habe ich auch ab und zu gedacht, jetzt ist er so gross, jetzt ist er irgendwie so gross. Jetzt passt er in eine Höhle durch und nachher ist er 10 Meter. So, also, weißt du, ich meine, das ist auch wirklich scheiße schwierig. Ja. Also, ich glaube, das ist wirklich da. Also, es gibt ja sogar eine Grössentabelle von all den Drachen, die es gibt. Und da sind ja die Drachen von der Daenerys, die sind ja Winzling. Ja, das sind Babys. Ja. Gut, aber eben, kann man ja wieder sagen, die Vaga ist ja etwa 150 Jahre alt. Maelys muss auch einer der Älteren sein. Das ist einer der grössten zu diesem Zeitpunkt. Ja. Nebst ich, dem, mir hat es sehr gut gefallen. Also, ja. Aber gut, hey, so Unterschiede sind Geschmäcker. Mir nimmt es Wunder, wie es die Leute gefunden haben. Dürft das gerne auch in uns Kommentar schreiben, sobald die Folge veröffentlicht ist. Und nächste Woche kommt das Grande Finale.
Und wir werden es so machen, damit nicht eine Folge weniger Beachtung bekommt als die anderen. Wir werden die 10. Folge ganz normal krass besprechen. Und dann entweder, da sind wir noch am Wer weiß, das erfahrt ihr in der nächsten Woche, entweder bringen wir einfach eine verlängerte Folge raus, wo wir dann über die ganze Staffel reden. Oder wir machen einfach eine weitere Folge eine Woche drauf. Das entscheiden wir noch, das müssen wir noch abchecken. Wir müssen auch nicht alles wissen. Nein, eigentlich nicht. Aber einfach, dass ihr schon mal wisst, wir werden die 10 Folgen noch besprechen und dann gibt es auch auf jeden Fall noch eine Folge, wo wir die komplette Staffel mit unseren liebsten Szenen, unseren Low- und Highlights und auch solche Voraussichten, auf was wir uns freuen, was wir vielleicht ein bisschen Angst haben, was könnte passieren. Und vor allem, was für Socken eigentlich getragen werden von den Königsleuten. Ein Revue basieren und... Mhm. Es wird auf jeden Fall spannend. Yeah. Bleibt dran. Wir sind heiß immer noch, auch wenn jetzt das für uns alle glaub, nicht unsere liebste Folge wird. Es aber ist trotzdem noch eine gute Folge. Es ist immer noch besser als viele andere Serien. Also, ja, nein, da müssen wir gar nicht drüber reden. Hey, ich bin an der neuen Folge von The Walking Dead dran. Also, ja, ich fange jetzt oben an damit. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich schlafe ja vorher ein. Ich bin dafür jetzt bei Dings durch. Bei der Herr der Ringe-Serie. Okay. Ja. Du, hey, ich habe ein Problem, ich schlafe immer ein bei dieser Serie. Ich meine, es geht noch jetzt etwa bis 24, bis die nächste kommt. Ah, wirklich? Ah, dann kann ich es nochmal schauen. Mm-hmm. Ich muss doch wirklich an mir noch in Zeit geben. Aber ist ja gleich. Und das Große, wir reden über Drachen, Größenverhältnis, verwichste Fies und alles an Mögliche. Bleibt uns treu und so schlossen unsere Sonntagsfolgen, die sind eh sowieso immer das Geilste. Gerade aktuell sehr Halloween- und horrorlastig. Mhm. Umso besser. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss. Hey, deine Füße sind auch hübsch. Ich weiß. Hast du die Socken an? Ich habe sicher einen geil gestrichen. Willi Biersocke müsstest du nie abziehen bei mir.